We love music. Yeah. Welche Musiker? Welcher Musiker hat keine Vorbilder oder Einflüsse? Und es tut immer weh, wenn man da die Nachrichten hört, wie Chris Cornell von uns gegangen ist, Amy Winehouse, Whitney Houston, Michael Jackson, Prince. So viele großartige Künstler und Künstlerinnen, die so früh von uns gehen. Und darüber handelt der nächste Song. Ich habe dieses Lied in London geschrieben, weil ich mich da in verschiedene Tonstudios gefunden habe, wo ja, großartige Künstler wie Jimi Hendrix und Amy Winehouse schon Platten gemacht haben. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht. I've been thinking about the dark soul of rock and roll. Was ist diese dunkle Seele in dieser, ich würde sie eine Ideologie nennen, Sex, Drugs, Rock and Roll. Die erste Sache ist natürlich was Tolles, das hat der liebe Gott sich gut ausgedacht. Und Rock and Roll Music ist natürlich auch mega, aber vielleicht ist das Problem, dass in der Mitte diese Substanzen, die in die Versklavung führen. Dann. Vielleicht wollen die Hubschrauber mir sagen, halt die Klappe und singen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hab's verstanden, ist okay. Hier ist für die vielen großartigen Künstler, die nicht mehr da sind. Und auch für jene, die vielleicht zu kämpfen haben. Ich denke, Demi Lovato, Justin Bieber, wenn man auf Instagram verfolgt, was sie posten, die haben es nicht leicht. Here's Becky.